So, meine Freunde, willkommen zu jetzt insgesamt 216. Folge unserer Manager-Karriere mit dem BVB beim Football Manager 2018. Das letzte Spiel haben wir ebenfalls wieder souveräns gewonnen. Hier sieht man die letzten beiden Spiele. 4-0 zu Hause in Hannover in der Bundesliga. Und gestern in der letzten Folge ein 5-0 Auswärtserfolg in der zweiten DFB-Pokalrunde beim SC Freiburg, also schon direkt ein starker Gegner für die zweite Pokalrunde. Trotzdem souveränst am Ende dann noch gewonnen. Mit einem Viererpack von Rick Gerrit und Willem Gojbes, da der Joker reinkam, ich glaube wie Alexander Isak, der auch nur ein Tor gemacht hat. Gut, jetzt steht an ein Auswärtsspiel wieder, diesmal aber in der Bundesliga gegen den ersten FC Köln, die zurzeit auf dem 15. Tabellenplatz rangieren. Und ja, wird natürlich wie immer nicht einfach. Und ja, mal gucken, wer da auflaufen wird. Vor allem da 3 Tage später dann direkt das nächste Spiel ist in der Champions League gegen AS Monaco. Klar sind wir da schon qualifiziert, mehr oder weniger, aber trotzdem wollen wir natürlich das Spiel gewinnen. Oder zumindest eine gute Leistung abliefern. Das ist halt immer das Wichtigste. Und ja, ich muss jetzt vielleicht nicht unbedingt extremst rotieren, aber wir gucken erstmal und warten dann ab bis zum 30., wie fit die Spieler sein werden. Und dann weiß ich es halt besser oder eher, wie ich reagieren werde oder sollte. Noch einen Einsatz und dann können wir 3 Millionen von der Napoli. Schon. Der Maximilian hat seinen Marktwert sogar erhöht, wie ich gerade sehe, auf 20,25 Millionen. Hat zwar auch bei der Napoli keinen Stammplatz, aber immerhin einige Einsätze für ihn. So, die dritte Runde. Und jetzt mache ich es mal, glaube ich, ein bisschen langsamer, bisschen spannender. Also, Borussia Dortmund, wir haben Heimspiel, perfekt, gegen den VfL Wolfsburg. Okay, also wird ein starker Gegner, aber immerhin haben wir ein Heimspiel, also schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil für uns. Und wie man sieht, kaum Zweitligisten übrigens, noch Darmstadt. Und wer von denen ist noch Zweitligist? Ich glaube, der HSV ist noch Zweitligist. Unglaublich. Mainz auch Bundesligist, Hamburg Zweitligist. 4 Zweitligisten noch in der dritten Runde. Und der Rest besteht nur noch aus Bundesligisten. Also Respekt an die Bundesliga, wie konzentriert die da auftreten. Wann ist das Spiel in der dritten Runde? Am 22. Dezember. Okay, also nach dem letzten Bundesligaspiel, denke ich mal. Ne? Genau. Gut. Alles klärchen. Wie ich gerade gesehen habe, haben wir einzeln verloren. Uiuiui, obwohl alle gespielt haben. Mehmet Türk sogar mit einer 9,0 und trotzdem verloren. Serkan Balı 4 bis 5 Wochen. Ah, keine guten Nachrichten. Was ich jedenfalls sagen wollte, wie ich es gerade sehe, haben wir 2 Auswärtsspiele in der Bundesliga jetzt in Folge. Okay. So knackig. Die nächsten Wochen. So. Soll ich mit Mendoza beginnen? Ich denke. Moment, ich bekomme Laporte für Upamecano. Reus. Ja, ich muss wirklich sagen, ich werde ihn zur Winterpause verkaufen. Ich tendiere sehr stark dazu. So, Christian für Mois, Keane. Pastlak braucht auch ein bisschen Pause. Götze draußen, ja, Central sowieso. Und Oba beginnt heute für Isak. Gut. Also jetzt nicht allzu viel
rotiert. Gucken, drei, auf 3, 4 Positionen. Nee, die soll aber angreifen, nicht unterstützen. So. Offensiver Mittelfeldspieler kann er besser, wie man sieht. Ich überlege die ganze Zeit halt, so wäre unser neuer... Oh! Guter Start nach 27 Sekunden. Christian Pulisic mit dem 1-0 nach Vorlage von Aubameyang. Ja, so kann es laufen. Ja, ich werde trotzdem Spielerrolle ändern. Also ich überlege halt die ganze Zeit, ob jetzt Paulinho sozusagen als neuen offensiven Mittelfeldspieler ein bisschen jetzt mit ihm planen soll. Davor war es halt Marco Reus, klar. Und ob er jetzt sozusagen der Nachfolger sein wird. Oder ob er nicht besser auf den Flügeln aufgehoben ist. Aber da haben wir halt Spieler wie Pulisic, Goebbels, Keane, die alle spielen könnten. Nur glaube ich schon, dass Paulinho besser in der Zentrale aufgehoben ist. So mit Mendoza als Backup. Götze natürlich. Ja, und noch Reus, auch klar. Mal gucken. Man sollte die Spielerrolle ein bisschen besser beherrschen, aber das ist ja alles Gewohnheit. Paulinho schon auf Pulisic. Ah, fast der Doppelpack nach 18 Minuten. Schön aufgepasst von Mats Bert. Oh, Hector, ich hoffe, das wird kein Konter. Schön, Bert. Passt da hinten auf. Gut geklärt, die Situation. Und jetzt ein schöner Pass von Guerrero auf Pulisic in die Mitte. Paulinho. Oh. Zu wenig Power dahinter am Ball. Ohoho. Das war gerade ein bisschen Pinball. Eine Riesenchance wie Milos oder Milot. Ich weiß nicht genau, wie der Vorname ist. Rashica. Ich glaube, es ist Albaner. Neuerwerbung von Werder Bremen in der Realität. Komm. Milot Rashica. Genau, er ist. Kommt aus dem Kosovo. Ich wollte schon sagen, er ist Kosovo-Albaner, aber das darf man wahrscheinlich nicht so sagen. Wird nicht gerne gehört, sowas. Aber wie sagt man, er ist Kosovane? Paulinho, guter Abschluss. Ist das denn so die Bezeichnung? Man sagt ja, Mann, ich bin Albaner und wie sagen Leute aus dem Kosovo? Ich bin Kosovine, Kosovane. Oba! Oh. Ach, schon mindestens drei gute Chancen für das zweite Tor. Falls das jemand von euch weiß, wie die Bezeichnung dann ist, würde mich mal wirklich interessieren. Ich bin Kosovane, oder? In Monaco sagt man, glaube ich, ich bin Monegasse. Elfmeter, schön. Bittencourt foul Bert und Paulinho schießt. Mach ihn, Paulinho, mach halt. Oh, schon wieder ein verschossener Elfmeter. Ist das jetzt der vierte verschossene Elfmeter in Folge? Das kann doch nicht wahr sein. Ein 2-0 wäre mehr als verdient. Mittlerweile. Wenn nicht sogar ein 3-0. Aber wir kennen die alte Leier. Wer die Chancen vorne nicht macht, kassiert sie hinten. Gerne mal. Und wie ich gerade sehe, hat Gerrits eine Verletzung und will raus. Hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Gut, wir haben jetzt Halbzeit, dann kann ich den direkt auswechseln. Trotzdem ein bisschen bitter. Macht weiter so, genau. Goebbels kommt rein. Er wird allerdings als Flügelspieler auflaufen. Ich hoffe, dass sie in der zweiten Halbzeit weiterhin gut konzentriert nach vorne spielen werden.
Da hat man eine riesen Chance für Buttencourt. Dem Ex-Berussen. Denn 1-0 ist natürlich noch keine Garantie für den Sieg. Ja, unnötiger Ballverlust. Ich hoffe, wir kriegen die noch. Komm schon, greif ihn an. Schön, Goretzka, gut aufgepasst. Golisic, Ober, ach, knapp drüber. Ich denke mal, ich wechsle Paulinho aus und Mendoza kriegt ja seine Chance. Als Schattenstürmer. Mal gucken, ob der heute wieder einen Scorepunkt sammeln kann. Würde ich mir wünschen. Hätte ich nichts gegen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Da ist er, Mendoza, direkt mit einem schönen Seitenwechsel auf Willem Goebbels. Mendoza wieder schön auf Pulisic. Der Spiel schön verlagert. Ober auch mit die Riesenchance, die nächste Riesenchance hier. Unseren Gabuna. Komm schon, das 2-0 muss doch fallen. Mendoza, Heigl. Ballverlust, aber wir bleiben am Ball. Gut von Bert. Der macht das ganz gut heute auf der rechten Seite. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Hier ist aber Guerreiro. Oh, unfassbar. Unfassbar. Immer noch nur 1-0. Ich tue mal Keen rein für Ober. Heute leider mit ein bisschen Pech im Abschluss. Der Pierre. Pierre. Hoffen wir mal, dass das Mois ändern kann. Oder besser machen kann. Schon die 85. Minute. Keen. Schön, Goebbels, Mendoza mit dem Abschluss. Okay. Oh, Diego Demme kriegt den Ball noch. Aber Pau natürlich ohne Probleme. Noch ein paar Minuten. Also wehe, ihr seid da hinten jetzt nachlässig. Schön direkt gespielt. Wow, das war eine schöne Kombination. Nein, die nächste unfassbare Chance vergeben. Och Mann. Das wäre jetzt wirklich ein Musterbeispiel, wenn jetzt ein Gegentor fallen würde. So viele Riesenchancen vergeben. Und wenn man dann am Ende trotzdem gewinnt, freut man sich natürlich besonders über die 3 Punkte. Ist halt so. Guerreiro einfach mal auf Odysseas geschossen. Noch 2 Minuten. Mendoza. Ins Ausgeflankt. Okay. Komm, die knapp über 1 Minute schafft ihr noch konzentriert. Sehr gut. Angriff ist die beste Verteidigung, bekanntermaßen. Eckball. Sehr schön. Das bringt eine Menge Zeit. Weigel. Och. Dass da niemand an den Ball rankam. Von Julian. Ja, das dürfte es gewesen sein. Noch 7, 6 Sekunden. Auch wer jetzt in Konter kommt. Jo. Sehr schön. 1-0 gewonnen. Sehr wichtig. Absolut verdient. Klar. Hätte höher ausfallen müssen. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass wir einen Elfmeter verschossen haben. Also. Ja, gut. Aber alles in einem ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Wir haben kaum was zugelassen. Defensiv waren wir stabil. Haben offensiv einige schöne Chancen kreiert. Nur leider im Abschluss waren wir wieder zu inkonsequent, aber
Gut, das ist wohl so bei uns etwas normal. Ja, aber Auswärtssieg. Das ist das, was zählt. Gut, das war's dann von heute. Ich würde mich wie immer sehr über eine positive Bewertung eurerseits freuen, deinerseits. Und ja, verabschiede mich dann bis morgen, wie immer um Punkt 13, dann mit dem Heimspiel gegen AS Monaco, wo wir natürlich den zweiten Sieg hintereinander gegen die Monegassen einfahren wollen. Also, macht's gut. Ciao.